Eine Mühle seh ich blinken aus den Härlen heraus, durch Rauschen und Singen. Ja, kriegst du das erste F auch? Durch Rauschen. Ja, nach unten. Das zweite war jetzt gut. Durch Rau, direkt. Durch Rauschen und Singen bricht Rädergebraut, bricht Rädergebraut. Jawohl, jetzt noch. Und die Sonne wie helle, die Stelle, Himmel, sie scheint, aussingen. Mach mal. Und die Sonne wie helle, vom Himmel, sie scheint. Ja, ja, G war jetzt gut, aber das Mel ist zu klein. Himmel, Himmel, sie scheint, Himmel. Da muss die Weite, die du im Körper hast, muss in den Klang reinkommen. Und die Sonne, wie helle, vom Himmel sie scheint. Die Sonne, wie helle, vom Himmel sie scheint. Jawohl. Und dann war es also gemeint, war es, und dann war es also gemeint. Doch dieses F, schön nach unten, sing das aus, dass der ganze Körper mitsingt. Dann wäre ich schon zufrieden. Mehr will ich gar nicht. Mach dir das noch einmal, das ganze Lied, einmal durch. Eine Mühle seh ich blinken aus den Erlen heraus. Die Mühle gefällt mir noch nicht. Ist ein bisschen klein, die Mühle. Das ist im Moment so eine Lego-Mühle. Das ist noch weit weg. Keine richtige. Lego-Mühle. Das ist ein richtig schönes, großes Haus. Denkt mal das Ü nicht so eng. Nicht eine Mühle sieh ich blinken. Übertreib mal ein bisschen. Mhm. Denk mal, das wäre italienische Musik. Eine Mühle sieh ich blinken aus den Erlen heraus. Durch Rauschen und Singen bricht Du hast es gemerkt, ne? Ja? Klein war das wieder, Rauschen. Ja. Rauschen und Singen. Natürlich darfst du das später irgendwann dann mal wieder zurücknehmen, ein bisschen von der Lautstärke. Aber was ich will, ist, dass der Körper drunter ist, auch wenn du Piano singst und auch wenn du nicht voll aussingst. Mhm. Weil du rutschst mir zu oft nach oben, ja? War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen? War es also gemeint, war es also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld hab ich's verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Nochmal von vorne, bitte. Und wenn du dann hast, gleich hast, war das also gemeint. Ganz legato hochziehen und das als Phrase sehen, ne? Und die Weite, die du auf dem G brauchst, unten schon haben. War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen? War es also so gemeint, zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld hab ich's verstanden, hab ich's verstanden, zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Sehr schön, Georg. Geld. Der ist ein bisschen starr, steht immer. Der steht, ne? Und dann kommt das Hab auch nicht gut. Darf ich mal nur Geld hören? Mhm.
Sing mal, denk mal Forte, Mezzoforte. Ja. Geld. Geld. Zu klein, mit Körper. Geld. Geld. Ja, mehr nach Ö, also nicht so eng, den Ä-Klang. Geld. Geld. Ja, und kannst du mal direkt da sein mit dem Forte? Geld. Geld. Geht mehr Ö. Geld. So, jetzt haben wir, das ist eine ganz gute Grundlage. Wenn du das jetzt Forte ansetzt, machst du mal ein Diminuendo, aber bleib unten. Geld. Du solltest den Forte ansetzen. Geld. So, dass er nicht die Struktur verliert, dass er nicht den Sitz verliert, dass er nicht die Weite verliert, sondern nur leiser wird, sonst nichts. Aber Forte ansetzen. Geld. Aber er hat den vorhin Forte anders eingesetzt, oder? Ja, ja. Götz, ne? Mach das mal genauso. Geld. Geld. Erstmal nur Forte, erst dass der einmal richtig da ist, der Ton. Vorhin war er einmal richtig da. Der muss schwingen auch. Geld. Geld. Gut. Ja, ja, doch, das ist nicht schlecht. Mach mal zwei, dreimal. Geld. Ja, ich höre bei dir und der Impuls ist gut, aber er geht nicht weiter, der Ton. Der steht dann plötzlich. Halt! Wie so ein Ofenrohr, was offen ist und wo immer weiter Luft rauskommt. Mach mal Held. Ist besser. Gut. Ja. Und noch ein bisschen mehr Mut nehmen und machen. Hä? 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 Ja? Hä? Der ist gut. Hä? So, jetzt diesen genauso ansetzen und Diminuendo machen. Hä? So, und jetzt machst du. Geld, hab ich's verstanden? Mit der Weite ansetzen, die du im Piano eben hattest. Das war gut eben. Geld, hab ich's verstanden. Das ist gut. Ja, jetzt müssen wir es nur noch einbinden in die Linie. Könnt ihr mal anfangen zur Müllerin hin? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld, hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Ja, wie hast du dich da jetzt gefühlt? Ja, viel wohler, also viel freier auch. Das, ja, ja, das braucht's. Also dieses kleine Piano, dieses enge, was zwar, wo so die Obertöne drin sind, wo die Stimme so ein bisschen klein klingt, das kann man für manche Stellen brauchen, aber das ist kein richtiges Piano. Du brauchst dieses Piano, was du da eben hattest.